Bild Breaking News. Breaking News hier bei Bild und es geht wieder um Clans. Schauplatz, ein Fitnessstudio in Berlin. Und hier soll heute mitten in der Nacht ein Mann erstochen worden sein. Und dabei handelt es sich nicht um irgendwen, sondern um den Sohn des Clan-Bosses Issa Remo. Was ist passiert? Feuerwehr und Polizei rücken heute Nacht um 2 Uhr aus zum Fitnessstudio. Sie finden den schwer verletzten Mann. Er wird noch von einem Notarzt versorgt und dann direkt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter kann zwar flüchten, wird aber von den Videokameras gefilmt. Sprechen wir darüber bei uns im Studio, Christine Wahl. Christine, weiß man mittlerweile schon mehr, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie das Ganze passiert ist? Nein, weiß man aktuell noch nicht. Also die Tat ist, wie du es schon gesagt hast, in der Nacht zu heute passiert, vor einem Fitnessstudio im Prenzlauer Berg. Es liegt 10 Autominuten hier von uns entfernt. Noch weiß man nichts. Man weiß aber, dass die Tat angeblich von Videokameras gefilmt worden sind. Ich gehe davon aus, dass die Polizei die Ermittlungen jetzt aufnimmt. Aber wir stehen jetzt noch ganz am Anfang. Die Videoaufnahmen müssen jetzt ausgewertet werden. Man muss schauen, ob überhaupt verwendbares Material darauf zu finden ist, um dann eventuell den mutmaßlichen Täter, der den Sohn von Issa Remo dort niedergestochen hat, zu finden. Gegen 2 Uhr nachts ist das Ganze ja passiert. Ein Notarzt ist noch zum Tatort gerufen worden, hat versucht, ihn zu reanimieren. Jetzt hat man einen Täter, sogar einen mutmaßlichen Täter, festgenommen. Ist das richtig? Diese Information, dazu habe ich tatsächlich noch gar keine Information. Ich glaube, die Polizei schaut jetzt auch erstmal, ist das überhaupt, sicherlich gibt es den einen oder anderen, den sie vielleicht schon mal festgenommen haben. Den werden sie jetzt auch befragen, ob er überhaupt im Zusammenhang mit der Tat steht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mir persönlich tatsächlich noch kein Täter bekannt, dem man auch wirklich diese Tat zuschreiben kann. Also der Sohn jetzt im Krankenhaus, nachdem er niedergestochen wurde. Erzähl uns ein bisschen was über den Remo-Clan, über das Clan-Oberhaupt Issa Remo, sehr bekannt, sehr berüchtigt. Also so eine Tat, es ist nicht die erste Tat in dieser Art, die hier in Berlin geschieht. Also wir erinnern uns im April, Ende April 2022, jetzt zu Ostern, als ein anderer bekanntes Clan-Mitglied aus einer anderen Familie tödlich niedergestochen wurde auf einem Volksfest hier in Berlin. Das ist typisch auch für die Clans, dass solche Attacken passieren. Es geht hier um Parallelgesellschaft. Das ist eine Demonstration von Macht. Das heißt, wir machen unsere eigenen Regeln, wir machen unsere eigenen Gesetze. Und das zeigen wir auch offen und das machen wir auch auf der offenen Straße. Und diese Tat jetzt von gestern Nacht oder von heute Nacht zeigt das und demonstriert das auf jeden Fall. Und der Remo-Clan ist kein unbekannter Clan und Ismail, der Sohn von Issa, ist auch kein Unbekannter. Es gab vor ein paar Jahren, 2017, gab es eine Attacke, wo Ismail angeblich mit dabei gewesen sein sollte auf einen konkurrierenden Clan. Es geht da um die Familie O. Dort soll sich Issa damals angeblich Geld geborgt haben für die Villa in Buko, um sie zu bezahlen, um sie zu kaufen. Und angeblich wollte das Mitglied der Familie O das Geld wiederhaben. Und da war man sich dann aber wohl, wollte man das wohl auch nicht zurückzahlen. Und dann wurde angeblich auch Ismail dorthin geschickt. Der Mann wurde mit einem Baseballschläger getötet. Die Tat konnte ihm aber nie nachgewiesen werden. Es gab einen riesen Mammutprozess danach. Aber es fehlten einfach die Beweise und Ismail wurde freigesprochen. Vielleicht hat das irgendwas mit dieser Tat jetzt heute in der Nacht, heute Morgen zu tun. Vielleicht ist es eine Art Racheakt, aber das sind alle Spekulationen, die sich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht bestätigen lassen. Sobald mehr Hintergründe zu der Tat von heute Nacht bekannt werden, werden wir das von dir erfahren. Vielen Dank für den Moment an unsere Bildreporterin und Clan-Expertin Christine Wahl.